figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally. Yeah. Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von AC Mirage. Jetzt machen wir aber instant mit der Hauptstory weiter, Geschichte aus Bagdad, das juckt mich nicht. Denn ich habe jetzt entschieden, dass wir einfach der Hauptstory folgen. Nur die Frage, wo die ist. Da. Habe jetzt gerade noch einen Aussichtspunkt mitgenommen. Und ja. So, die Nebenstuff ist immer dasselbe. Ja. Werde nicht gesehen. Mach diesen Diebstahl. Mach dies. Aber es macht halt die Story nicht besser. Natürlich werde ich nach wie vor die Forschung komplett vorantreiben. Das heißt, wenn sowas ist, dann werde ich das machen, das da und dann werde ich erst das Hauptaugenmerk auf das hier legen, was wir eigentlich machen müssen. Weil dadurch, dass ich halt im Ingame-Shop war, bin ich nicht darauf angewiesen, irgendwas abzugraden. Außer wenn ich unbedingt was haben will, wie das Fernrohr oder so. Na? Von daher, let's go. Ja, das Fernrohr. Ist es? So grausam und unerbittlich. Ihr wisst, was ich meine. Du warst hier einmal Gefangener? Oh nein, ich war nie dort drin. Tatsächlich kam ich dem Gefängnis nie näher als bis zu genau diesem Ort. Von hier aus ließ ich meinen Drachen hoch über die Gefängnismauern steigen. Sein Muster war einzigartig, musst du wissen. Ich hatte ihn mit meinem Vater gefertigt, als ich noch klein war. Also kam ich Tag für Tag her und hoffte auf einen Windstoß, der ihn hoch genug tragen würde, damit er ihn sieht und weiß, dass ich da bin. Ich weiß nicht, ob er ihn jemals sah. Ich kenne diesen Schmerz und es tut mir leid für dich. Mir nicht. Solcher Schmerz bereitet uns den Weg. Erinnert uns daran, wer wir sind. Wer wir sein können. Da wir gerade von Wegen sprechen. Ich sehe nur einen. Und der ist nicht einladend. Nein. Wir müssen dich hineinbringen, ohne gesehen zu werden. Könnte die helfen? Wo hast du die her? Von Beshi. Er sagte, diese Münzen hätten unter dem gemeinen Volk einen großen Wert. Durchaus. Du könntest vielleicht die Wachen dazu bringen, wegzusehen. Oder die Hilfe einiger Händler bekommen. Ich werde sehen, wonach mir der Sinn steht. Ich kehre ins Bruderschaftshaus zurück. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Okay. Befreie Ali ibn Muhammad. Der Anführer der Aufstandes und Verbündeter der Verborgenen wurde gefangen genommen und in das bestbewachte Gefängnis Bagdads gebracht. Dort einzubrechen wird nicht leicht. Kitmatun-Münzen sind eine seltene Währung, können bei jenen, die sie zu schätzen wissen, gegen Gefallen eingetauscht werden. Suche nach Möglichkeiten, dich in das Gefängnis beim Bab Dimashq einzuschleichen. Was siehst du, Sadiq? Aha. Wir gucken mal.
Ja, vielleicht sollte ich hier gerade nicht klauen. Wäre nicht so eine Idee, jetzt gefasst zu werden, oder? Meine Herren, ihr seid kluge Geschäftsleute. Sonst was? Wollt ihr ein Angebot hören? Solange es ein gutes ist, Sadiki. Worum geht es? Ich muss in das Gefängnis gelangen. Unbemerkt. Ich dachte, vielleicht könnte ich mich als einer eurer Gehilfen ausgeben. Möglich. Und im Gegenzug? Diese Münze. Erkennst du sie? Sieh an. Ein wahrlich gutes Angebot. Folge mir und bleib in meiner Nähe. Okay. Dankeschön. Machen, wenn ihr bitte beiseite treten könntet. Ja, ja. Bitte macht Platz. Aus dem Weg. Vorsicht. Ich werde dich nicht weiter stören. Hab Dank, Sadiki. Und ab in die Höhle des Löwen. Okay. Macht sehr viel Sinn. Nicht. Das bin ich auch. Weißt du, es war nicht Sajat, der den Angriff auf die Aufständischen anführte. Ich war es. Er war damit beschäftigt, seine Hose zu waschen. Was für ein Leben. Oh Gott, wenn ich jetzt pfeife, ist vorbei. Ach, das wird schon noch. Hat alles zu seiner Methode, oder etwa nicht? Woher soll ich das wissen? Ich bin nicht wahnsinnig. Gehen die auch mal weg? Ali muss irgendwo unterhalb des Gefängnisses sein. Und wurde wahrscheinlich gefoltert. Ich muss mich sputen. Hm? Was war das? Was? Was zum... Dankeschön. Kein Grund, sich aufzuregen. Achtung! Jemand ist da, wo er nichts zu suchen hat! Hey, was? Oh, der verbrennt auch. Komplett OP für Stealth-Aufgaben. What? Oh, wow, 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 wow. Ich weiß zwar nicht mal, wo ich hin muss, aber okay. Bleibt ruhig. Hey!
warte! Wunderbar. Verhaltet euch ruhig. Verhaltet euch ruhig, ich bringe hier einen nach dem anderen um. Und dann heißt es, verhaltet euch ruhig. Oh Gott. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht mal, wo der gute Kollege ist. Oh je. Yeah. Hey, was ist da los? Wunderbar. So viel zu bestbewachtestem Shit, der war. Okay. Jetzt sind wir hinter dran, also hinten dran so. Hey, stopp! Weißt du, das ist ein Moment. Ja. Ruhe. Wer hat dir das angetan? Der Kerkermeister. Wo ist er? Bei einem anderen. Unter uns. Der Tod wird ihn bald holen. Er könnte von Ali sprechen. Ich bete, dass ich nicht zu spät komme. Dein Ernst? So. Und hierdurch geht's natürlich jetzt nicht, ne? Oh, doch, nee. Ah, doch, hier. Ich depp. Aber ich wollte alle töten, ne? Gib die Hoffnung nicht auf.
Das will der Kerkermeister doch. Er will uns brechen. Das hat er bereits. Hey, was? Wenn ich dich finde... Was? Hey! Ja! Triff dein Schöpfer! Wenn du ein Mann wärst, würdest du kämpfen! Ich bin Mann. Ah, scheiße. Dein Ernst gerade? Das auch weg. Aha. Ein Moment. Sei verdammt! Voilà. Hier stinkt es nach Schweiß und Verzweiflung. Wie weit geht denn das runter hier? Das Einzige, was mich umbringt, ist dein Gestank. Das muss Ali sein. Wer bist du? Basim, ein Freund Nurs. Sparen wir uns die Einzelheiten fürs Erste. Wir müssen dich hier rausbringen. Nicht so schnell, Azizi. Wir können nicht gehen, noch nicht. Ich muss in die Kammer der Wache. Weswegen? Du hast es auf El-Khul abgesehen, oder? Die Wachen dieses Gefängnisses dienen ihm. Sie bringen abwechselnd Gruppen von Gefangenen im Schutz der Nacht zu Grabungsstätten. Wenn wir ihre Befehle finden, wissen wir vielleicht, wo El-Khul als nächstes hin will. Ist das Grund genug für dich? Bleib dicht bei mir. Halt dich bedeckt und mach nicht... Ach komm, Basim. Ich kann mich verteidigen. Ach ja? Und womit? Versuchen wir uns nicht in die Quere zu kommen. Sag mir, Basim, denn ich muss es wissen. Wie hast du es hier herunter geschafft? Ganz leicht. Hab den Bauch eingezogen und bin durch die Ritzen geschlüpft. Sieh es als Kompliment. Ich weiß, dass deinesgleichen gern im Dunkeln herumtollt, doch selbst der beste Dieb der Welt würde sich von diesem Gefängnis fernhalten. Eines Tages erzähle ich dir von meiner Vergangenheit. Dann wirst du es verstehen. Du machst es spannend. Strafenfutter!
sind hier drin! Wir haben nicht viel Zeit. Brecht sie auf! Ali! Ich hab's gehört! Da drüben, bei der Rüstung! Beeilung! Gefunden! Bring das zu Rochard, meiner Meisterin. Sie ist bei deinen Leuten an der Wassermühle. Ich halte die Wachen auf. Geh jetzt! So ist es! Hörst du? Nein! Die Warnglocke! Die Glocke! Was ist los? Ich könnte hier Hilfe gebrauchen! Sollte ich nicht zu Ali stoßen. Das wäre zu gewagt. So, wir sind hier raus, das heißt, wir porten uns jetzt irgendwo in die City. Ah, Schnellreise. Du willst mich verarschen. Yes. Wir porten uns irgendwo in die City, wo wir auch was abreißen können. Hier in der Pampa gibt es wohl kaum was zum Abreißen. Ja, nach ein bisschen Spider-Man-Action ist auch ein bisschen Assassin's Creed-Action natürlich auch immer was Feines. Vor allem Ding mit der geilen Story. Lieber verborgen bleiben. Oh Mann. Da hat's noch eins. Dann bin ich schon wieder halbwegs unsichtbar. Die suchen also nach mir. Ich falle besser. Ali ist fort und wieder bei den Aufständischen. Roshan sollte inzwischen auch dort sein. Okay. Ja.
muss ich richtig sein. Nun denn, wo ist Ali? So, tut mir leid, ich will gerade nicht sprechen, aber die Kleinste ist wach geworden. Und ich hatte gehofft, die pennt wieder, aber Mutter hat's geregelt. Ehre, wem sie gebührt. Dieser Mann war es, der mir in meiner dunkelsten Stunde half. Und wie ich gehört habe, bin ich nicht der Einzige. Ich werde dich umfassend in der Chronik unserer Abenteuer loben. Doch zuerst müssen wir ihr Ende schreiben. Komm! Wie ich sehe, kennt ihr euch schon. Nur flüchtig. Doch die Nacht ist jung und es gibt viel zu besprechen. Nämlich, was ihr mir beschaffen könnt. Unsere Mittel sind begrenzt. Aber sei versichert, dass ich mir anhören werde, was du brauchst. Später. Teile dein Wissen über El-Khul mit uns, dann kann Basim seine Arbeit tun. Ja. Eure Angelegenheiten vor den meinen. Aber nur dieses Mal. El-Khul schickt den Gefängniswärtern Anweisungen, wo in Bagdads Umgebung gegraben werden soll. Aber er setzt nicht nur Gefangene ein. Hier ist ein Schuldbrief für Arbeiter. Sieht so aus, als hätte El-Khul vor, auch Wanderarbeiter zu kaufen. Wer könnte solch ein Vorhaben in Bagdad möglich machen, ohne Verdacht zu erregen? Da gibt es nur einen Mann, Mes'ud al-Yakub. Ihm gehören Bagdads Seifenmühlen. Er gibt fremdländischen Siedlern bezahlte Arbeit. Die meisten davon sind Perser. Also zwingt er diese Arbeiter dazu, für ihn zu graben. Und all das unter dem Vorwand, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Bashi! Er spürte eine der Grabungen von El-Khul auf, gab sich als Gefangener aus. Was ist geschehen? Die Suche war erfolglos. Trotzdem haben die Wachen versucht, uns zum Schweigen zu bringen. Ich spaltete einen Schädel und floh. Die anderen hatten wohl kaum so viel Glück. Ein närrisches Unterfangen, das nichts eingebracht hat. Nichts. El-Khul wird in der Karawanserei sein. Ich hörte die Wachen davon sprechen. Natürlich. Händler aus allen Himmelsrichtungen machen dort Rast. Wenn Mes'ud Wanderarbeiter kauft, wickelt er seine Geschäfte vermutlich in der Karawanserei ab. Wie sieht er aus? Er ist ein gewichtiger Mann. Er schmückt sich gern mit Juwelen und Seide aus dem Osten. Dann wird er schwer zu übersehen sein. Es ist Zeit, Basim. Wie lautet der Plan? Das wird Basim zu entscheiden haben. Basim? Allein? Nein, ich hole einige Männer und... Und veranstaltest ein sinnloses Spektakel? Du wirst dich noch früh genug beweisen können, doch dieser Tag gehört Basim. Sieh es als Teil unserer Abmachung. Basim? Ich brauche etwas Bedenkzeit. Ich verstehe, aber beeil dich. Wir dürfen diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Ja, aber das machen wir erst im nächsten Part. Weil ich keinen Bock habe, jetzt es noch in die Folge reinzudrücken. Was meiner Ansicht nach eine richtige Entscheidung ist. Ja, und im nächsten Part geht's an das erste Attentat, an das Richtige. Ich hoffe, ihr seid dann ready. Und sei mit dabei, wenn es hier zur Sache geht. Wird sicher nur ein leichtes Attentat, wie wir es von früher kennen. Das wird sehr witzig werden. Und keine 50 Minuten Version davon, wie wir es später dann hatten. Weil der Weg zum Kill war länger als der Kill selbst. Du hattest keine große Aufgabe. Du musstest dich an Wachen
ne, durchschlängeln, du musst es dies, jenes machen. Und kaum bist du oben, hast du einfach eine Cutscene dann abgespielt bekommen und fertig und musstest fliehen. Früher war es einfach so, du gingst hin, Quicktime-Event-mäßig, also Quicktime jetzt nicht, aber ne, du hast einfach so wie ein Parcours gehabt, wo du ein paar Gegner ausweichen musstest und so weiter und warst recht schnell dort. Zum Beispiel auch Templer sind geflohen oder was auch immer, du musstest hinterherrennen, so in dem Sinne. Und das war's dann, ne? Also, das war wirklich kurzknackig und prägend, kann man sagen. Heutzutage, naja, wie gesagt, hast du eine riesen Villa, such mal, und wenn du gefunden hast, töte und hau ab. Keine Ahnung. Also, ich mag das alte System da echt mehr. Ja, und deswegen, mal schauen, wie es morgen so läuft. Und ja, ich nehme jetzt ein paar Mal Assassin's Creed auf extra, damit ihr wieder ein bisschen mit Assassin's Creed Content versorgt werdet. Hab gerade genug Elden Ring, sage ich schon, nee, Lords of the Fallen aufgenommen. Ich habe genug von Spider-Man aufgenommen. Aber ich will nicht nur immer Spider-Man bringen. Ich möchte natürlich auch ein bisschen Assassin's Creed bringen. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich abwechselnd immer raushauen. Könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, deswegen Tüdelö. Figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they find me. Yeah.